Ich mach es schwer, es geht auch leicht. Kolumnentext. Dieses Szenario ist bekannt. Man beschäftigt sich seit kurzem, gezwungen, beauftragt oder freiwillig, mit einem neuen Sachverhalt und muss sich erstmal einarbeiten. Die ersten Schritte auf dem neuen Gebiet sind meist zögerlich und zur Erleichterung genügt eventuell schon, das neue Fachgebiet grundsätzlich zu verstehen und erste zaghafte Arbeiten erledigen zu können. Später aber kennt man sich mit dem neuen Fachterminus zunehmend besser aus, optimiert seine Arbeitsschritte und spart so im Vergleich zur Einstiegszeit sehr viel Zeit. Die grundsätzliche Erklärung eigener Optimierungsprozesse zur Zeitersparnis. Bei mir persönlich liegen die größten Optimierungsprozesse in letzter Zeit auf der Erstellung neuer Unterseiten für diese Webseite. Google berücksichtigt große Websites mit sehr vielen verschiedenen Unterseiten oft besser und eine größere Website erhält oft mehr Besucher als eine kleine Webpräsenz. Eine Landingpage besitzt oft mehrere zeitraubende Elemente, um den meisten Besuchern einen möglichst großen Mehrwert zu bieten. Zusätzlich braucht eine Landingpage aber noch viele weitere Unterseiten, die einfach nur auf diese Landingpage bzw. Hauptseite oder Hauptunterseite verlinken, um dieser mehr Autorität zu verleihen und auch Google zu zeigen, dass diese Hauptunterseite sehr viel wichtiger für das eigene Webprojekt ist. Das lässt sich etwa mit dem Schachspiel vergleichen. Das Spiel beginnt in der Regel mit den vielen Bauern, die eine Dame und einen König schützen sollen. Letztendlich sind diese wenigen Schachfiguren für den Spielverlauf aber sehr viel wichtiger. Die zeitsparenden Optimierungsprozesse mit dem Augenmerk auf den Content. Die Erstellung zusätzlicher, kleinerer, weniger wichtigerer Unterseiten, deren hauptsächliche Funktion darin besteht, auf die jeweilige thematisch passende Landingpage zu verlinken, erfolgt bei meinem Projekt jetzt über eigens entwickelte Short News. Zur Entwicklung dieser Short News waren mehrere Schritte notwendig, sowohl theoretisch und psychisch wie auch praktisch. Zunächst muss man sich bei der Erstellung dieser Unterseiten von dem persönlichen Wunsch verabschieden, auf jeder Unterseite dem Besucher den größtmöglichen Nutzen zu bieten und entsprechend auf jede einzelne Webseitenunterseite möglichst viele Besucher locken zu wollen. Dies kann je nach eigenem Ehrgeiz und individuellen Vorstellungen sehr lange dauern. Dieses Prinzip kennen einige womöglich aus dem virtuellen Smartphone-Game Pokémon Go, wobei der Spieler ebenfalls nicht mit jedem Pokémon erfolgreich sein kann, sondern sehr viele Pokémon gefangen werden müssen, um mit einem einzigen oder einer kleinen Auswahl sehr erfolgreich sein zu können. Jeder Bonus, den man durch das Sammeln aller Pokémon erhält, muss dann für dieses eine oder diese wenigen Pokémon geopfert werden und die restlichen werden früher oder später zum Professor verschickt. Der nächstfolgende Schritt zur Entwicklung der möglichst kurzen Short News, die eigentlich nur linkgebend agieren sollen, besteht in den Überlegungen, wie viel überhaupt notwendig ist,
Wie viel Information muss auf einer Unterseite bereitgestellt sein, damit diese Unterseite doch noch etwas Mehrwert bietet, um für die Besucher der Website, vorrangig aber für die Suchmaschinenroboter der großen Suchmaschine Google, relevant zu sein? Diese Überlegungen erstreckten sich bei mir über mehrere Schritte und bei großer Überraschung, wie wenig Google eigentlich erwartet, liegt das derzeitige Endresultat bei durchschnittlich einer kurzen Überschrift von maximal 100 Zeichen, einem kurzen Informationstext von knapp 200 Zeichen und dem jeweiligen Datum. Diese Länge scheint der großen, mächtigen Suchmaschine Google auszureichen, um die jeweiligen Unterseiten vollwertig in den Index aufzunehmen. Und dem Besucher wird noch immer etwas Mehrwert geboten. Hauptsächlich profitiert allerdings die aufwendig eingerichtete Landingpage von diesem Vorgehen. Das technische Verfahren zur Zeitersparnis und der Umgang damit. Die weiteren Schritte erstreckten sich über das technische Verfahren. Angefangen, die jeweiligen Texte in Microsoft Word zu schreiben und mit individueller Description und individuellen Metatext in jede einzelne Webseitenunterseite hineinzukopieren, gelangte ich über mehrere Schritte zu einer entsprechenden Vorlage in Microsoft Excel und gleichen Metatext sowie gleicher Meta-Description. Dies spart sehr viel Zeit. Das einzelne Bewerben über Google AdWords ließ ich ebenfalls irgendwann weg, da diese Einstellungen knapp die Hälfte der Arbeitszeit verlangten. Angefangen bei einer äußerst stressigen Arbeitswoche, in der ich mit sehr vielen Überstunden mit Mühe und Not 200 bis 250 Unterseiten pro Woche erstellen konnte, könnte ich nun mit deutlich weniger Arbeitszeit vermutlich auch 500 Short Notes wöchentlich erstellen. Hier greift das Problem, dass diese schnelle Erstellung von Short News sehr kräftezehrend ist. Denn schließlich muss man sich bei jeder in ein neues Thema einarbeiten und schnell etwas dazu schreiben. Und das in einer Zeitspanne von etwa 2 bis 3 Minuten. Die restliche Zeit wird für den technischen Aufwand benötigt. Kurzum ist dieser Arbeitsaufwand aus psychischen Gründen vermutlich gar nicht über eine reguläre 40-Stunden-Woche zu meistern. Und so kann ich mir ruhigen Gewissens eingestehen, dass 100 Short News wöchentlich ebenfalls völlig ausreichen. Somit habe ich nun, zeitlich bemessen, eine recht kurze Arbeitswoche und endlich wieder Zeit für andere Tätigkeiten. Der Abschluss zur effizienten Optimierung mit dem Ziel der Zeitersparnis. Schade um die verlorene Zeit, die der gesamte vorherige Aufwand benötigte. Aber dieser musste wohl leider sein, um zum jetzigen Ergebnis zu kommen. Sollte ein anderes Vorgehen einmal rentabel sein, werde ich diese Nachrichtentexte natürlich auch einfach kaufen und automatisch in das eigene Webprojekt einfließen lassen. Irgendwann könnte man vielleicht sogar selbst eine eigene Nachrichtenredaktion mit einem Team aus Mitarbeitern mit richtigen, langfristigen, festen Arbeitsverträgen einrichten. Zusätzlich ließen sich eventuell einige Links mieten. Dann könnte ich auf das eigene Schreiben von Nachrichtentexten zur Förderung anderer Unterseiten
wahrscheinlich komplett verzichten und hätte noch mehr Zeit oder könnte noch mehr Kolumnen wie diese schreiben.